Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Game Axel. Heute kommen wir zu einem Karrieremodus-Experiment. Und zwar werde ich heute mit dem TSV 1860 München in der dritten Liga spielen und sie werden einen neuen Starspieler haben und der heißt Lionel Messi. Die Challenge ist, was passiert, wenn Lionel Messi bei einem Drittligisten spielt und wie schneiden sie in der Liga ab, wie schneiden sie im Pokal ab, was passiert nach einer Saison? Genau das werde ich heute testen. Und ja, lasst euch alle einen kostenlosen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Wir verlängern jetzt direkt mal seinen Vertrag, damit er auch schön bei uns bleibt. Codewords abchecken. So. Unsere neue Elf ist jetzt das hier. Messi spielt im MS. Auf Zettel hätte er noch zwei mehr, aber wir können ihn nicht umtrainieren. Wir simulieren jetzt dann auch direkt ans Ende der Saison. Und vielleicht stehen wir in einem Finale oder sowas. Na gut, Vorbereitungsturnier. Ihr seht, wir stehen im DFB-Pokal-Finale gegen die Bayern. Und ja, wir haben Halbfinale 2-1 Düsseldorf geschlagen. Egal. Aber Vorstand nicht so zufrieden. Was ist los? Oha, wir sind aufgestiegen. Mit gleicher Punktzahl und gleicher Tordifferenz wie Aue. Aber wir haben es geschafft. 2 Punkte zu Saarbrücken. Ich verstehe gar nicht, warum der Vorstand unzufrieden sein sollte. Ja? Das Spiel gegen die Bayern werden wir jetzt aber selbst zocken. Das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Am Ende des Videos wollten wir ein Spiel selber zocken. Und das ist genau das Spiel gegen die Münchner. Jetzt ist das ein Derby gleichzeitig auch noch. 1860 München gegen FC Bayern München. Erstmal noch die Spielanstellungen umstellen. Das ist, wollen wir nicht so, wie es jetzt gerade war. Und dann gehen wir auch gleich mal rein. Mit der Elf. Lang leider verletzt. Ansonsten sage ich, wie es ist. Vielleicht wird's was, vielleicht wird's nix. Vielleicht kriegen wir eine 6-0 Klatsche. Und ja. Rein da. Oh, da kommen sie aufs Platz. Die Mannschaften. 1860 München spielt gegen den FC Bayern München. Die Stars. Messi gegen Kane. Musiala und alles. Gegen Spieler wie Quadwo. Und beide Fanlager sind natürlich lautstark da mit großen Choreos. 1860 München gegen FC Bayern München im Olympiastadion im DFB-Pokalfinale. Let's go! 1860 könnte als Zweitligist Europa League spielen. Und ja, hoffen wir mal auf ein gutes Spiel. Vielleicht wird es ein gutes Spiel, vielleicht wird aber auch ein Kackspiel. Ich habe natürlich schon mal die Torhymnen bereit, beide. Ich glaube, ich brauche eher die Münchner Torhymne. Oh je, da kommt direkt mal Kane, da kommt Kane. Oh nein, oh nein, oh nein, Musiala. Und da ist es 1-0, Jamal Musiala, nach 2 Minuten. Ich kommentiere dies nicht. Starkes Tor von Musiala, Hiller hat keine Chance. Und wir gehen direkt gebrochen rein in dieses Spiel. Okay, wieder die Bayern über Musiala. Zu Kane, zu Sané. Ich habe den schon drin gesehen. Ich wollte schon die Tore machen, ganz ehrlich. Ich habe den drin gesehen. Eike, Bayern, Kane, Upamecano, Leimer, Hiller. Nochmal eine Ecke. Ecke von Sané. Bringt sie rein. Aber Schröter hat den. Greilinger. Und jetzt Starke. Geh ab, Junge. Lauf. Schneller. Wir müssen jetzt aufpassen. Upamecano ist schnell. Williams auch schnell. Williams hat den. Starke kommt trotzdem noch zu einem starken Abschluss. Oh, Kurt mit einer Monstergrätsche gegen Kane. Und dann Williams und noch eine Monstergrätsche von Quadwo. Richtig stark. Die Bayern. Mal wieder. Wer auch sonst. Greifen an. Und das ist die gelb-rote Karte für Kenan Kurt. Für Kahn Kurt, sorry.
Unnötiges Einsteigen. Wenn ich gebrochen, Digga. Und jetzt, wir können ja nicht ohne Außenverteidiger spielen. Wir müssen einen opfern und das ist Starke. Hast gut gespielt, aber es tut mir leid. Ludewig kommt rein. Ich kann nicht ohne Außenverteidiger gegen den FC Bayern mit dem Spiel. Der ist sogar jünger und besser im Rating. Das ist. Ja. Jetzt. Messi. Da ist das 1:1. In der 46. Minute. Kurz nach wieder Anpfiff. Und die Torhymne der Münchner läuft im Olympiastadion. Ein 1:1. Damit hätte keiner gerechnet. Keiner. Reicht auch wieder mit der Hymne. Jetzt die Bayern, Upamecano, Sané, Gabriel, Tor. Erneute 2:1 Führung, 80. Minute. Könnte das der Knockout sein oder kommen wir nochmal zurück? Der Innenverteidiger nach der Ecke, Sané, Upamecano und dann wieder Sané, Gabriel und drin ist das Ding. Oh, Hiller hat gar keine Chance. Ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll. Aber es sind halt die Bayern. Es sind halt die Bayern. Was soll man machen? Das ist ein Innenverteidiger und er kloppt das Ding so rein. Und jetzt Messi. Direkter Gegenzug. Messi. Komm, mach ihn rein. Innen rein. Ein kurzes Eck. Tor. Jawohl. 83. Minute direkt gegen Angriff. Ist das Ding drin? Die Fans rasten natürlich alle aus. Natürlich, was auch sonst. Und jetzt wieder die Bayern. Williams! Hiller rettet uns in der 90. Minute. Wir retten uns somit in die Verlängerung, außer Musiala. Verlängerung hat noch nicht begonnen. Wir müssen zittern. Hiller, ganz stark. Letzte Ecke. Der regulären Nachspielzeit. Guerrero. Leimer. Oh, Digga, ich hab den schon wieder fast drin gesehen. Hilfe. Verlängerung. Ecke, Flanke, Sané. Oh, was? Ach du Scheiße, Digga, wie ist der noch reingegangen? Also mehr Pech geht auch echt nicht mehr, Digga. Gute, bammermäßige Flanke gegen Pfosten, dann hält Hiller und wir bringen Lagmacher und dann macht er den rein, natürlich vor dem leeren Tor. Hat Hiller keine Chance mehr. Kann er nichts machen. Das ist einfach die Bayern. Klasse Reingabe, hält Hiller, dann Kimmich an den Pfosten und dann Sané. Hiller, keine Chance. Und die erneute Führung der Bayern direkt in der 96. Minute. Und jetzt Ludewig. Hallo. Ludewig, komm. Ah, Upamecano. Schade. Oh nein. Nein, Elfmeter. Digga, das ist doch niemals ein Elfer. Also komm, bitte. Ach, bitte. Der Ball ist schon längst weg. Ja, also ich starte die Tür. Hiller hält den Elfmeter. Ich glaub's ja nicht. Hiller hält den Elfmeter. Und jetzt direkt Frei, wie auch immer, mit dem direkten Konter. Er läuft durch. Spiel zu Messi. 3:3, Lionel Messi. Da ist es. Und es steht schon wieder unentschieden. Wir müssen uns irgendwie ins Elfmeterschießen retten zu 10. Wir sind schon seit der 30. Minute zu 10 und wir spielen hier trotzdem 3:3 gegen die Bayern. Das ist schon sehr bemerkenswert. Da gibt's
Teams aus Dortmund, die verlieren auch gut und gerne mal 4-0. Elft. Okay, Müller, Gnabry, Boom, Boom, Tor, ja. Tiki Taka vor Bayern kannst du nichts machen. Kannst du einfach nicht verteidigen. Gnabry. Und dann kommt wieder die Bayern. Oder Müller. Oder Gnabry. Soll ich die Tanken direkt laufen lassen oder wie ist es jetzt? Wie ist es jetzt? Soll ich sie laufen lassen? Digga, die kommen da aber auch jedes Mal durch. Ja, mach ich wieder. Da geht's immer weiter. Der Bayern Express rollt. 112 und 113 Minute. Iñaki Williams mit dem neuen Tor und ja, ich lasse ihn einfach laufen. Ja, Hiller hat den sogar. Ja, Messi, komm. Messi, tu was. Wir haben noch eine kleine Restchance. Heute Abend kommt übrigens mein Stadionvlog online, Elversberg. Heute gibt es einfach Double Upload, ja? Das gibt's gar nicht. Sané. Und drin ist das Ding. In 5 Minuten drücken wir uns 3 Tore. Alles klar. Kraft ist am Ende. Mentalität am Ende. Ja, verdient für die Bayern. Das sind die Bayern. Das wäre zu schön gewesen. Kein Bock mehr, Digga. Ja, das Spiel ist aus, Digga. Ja, wir lassen nochmal laufen. Digga, diese Hymne 7-mal zu hören, Digga. Das tut so weh. Ich hasse diese Hymne. Die ist einfach so, sie tritt richtig nach. Wir haben ja jetzt 3-6 im Finale verloren, aber wie lief es eigentlich bisher so? Keine Ahnung, weil wir sind einfach random als drittes DFB-Pokal-Finale. Okay, Düsseldorf 2-1. So, aber erste Runde. Erstmal 3-1 gegen Braunschweig gewonnen, solide. Nimmt man mit. Dann im Elfmeterschießen gegen Kaiserslautern 4-1, Ingolstadt und dann Leverkusen im Elfmeterschießen und Düsseldorf und jetzt die beiden. Wir hatten aber übel Losglück. Wir hatten so viele Zweit- und Drittligisten drin. Also, ja. So, die Mannschaft am Ende. Messi hat jetzt noch eine 86, Hiller sogar auf eine 70 hoch. Und wir hatten eigentlich so die meisten durchgemacht. Schon Messi, oder? Was? Lakenmacher, der eigentlich der zweite Stürmer ist. 22 Tore und Schwarz, unser Stürmer Nummer 1, 9 Tore, 3 Vorlagen. Messi, 17 Tore, 7 Vorlagen. Also ist schon krass. Und dann kommt einfach noch. What? Manfred Starke hat 15 Tore, 10 Vorlagen. Als Achter. Und nicht mal als Bester. Digga. Hiller auch. Grundsolide. Julius Schmid ist auf seinen Einsatz gekommen. Schön sich mitnehmen. So, das war's dann vom heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis heute Abend. Ciao, Kakao.